Hallo. Na? Es ist mir eine unglaubliche Freude. Ach, der Handkuss. Ich glaub's nicht. Du bist ja unglaublich höflich. Na, Königschefin im Ring. Ich hab nicht übertrieben, gell? Ja. So kennt man dich. Oh, ich will wieder hier zu sein. Ich fühle mich ja wie zu Hause. Ja, gut so. Also ich war unglaublich eifersüchtig auch, weil Patrice dich da in die Sendung kriegt und ich sitze zu Hause und schau mir das an. Ja, so Dings. Ich bin ja deswegen extra auch nochmal gekommen. Ich habe gehört, Miriam ist heute hier. Boah, was, die geile Miriam. Ja, 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 so kennt man mich zum Beispiel jetzt so. Also jeder hat so seinen Namen. Bei mir im Blog bist du die geile Miriam. Ja. Na, Locke? Ja, na, Locke? Das hier. Also wir haben schon mal alles richtig gemacht mit der Begrüßung, wie ich sehe. Und man sollte sich auch so begrüßen. Deshalb, du hast alles richtig gemacht. Ist ja so ein bisschen Wiener Schmäh, den du gerade hattest mit Handkuss. So ein bisschen Wien. Ja, aber wir gehen jetzt weg von Wien. Normalerweise bei mir im Blog muss gleich Zunge im Mund. Aber ich wollte jetzt erstmal hier einen auf MP. Können wir ja, wir können uns so verabschieden. Also wir können ja langsam starten. Ja, wir machen nachher, weißt du, wenn wir uns ein bisschen warm gemacht haben. Genau, dann wird das ganz gut. Ja. Du bist sehr höflich, deshalb ist für dich vielleicht schon der erste Test am Start. Und zwar, Lippenstift am Glas ist für dich ja immer wahrscheinlich ein schwieriges Thema. Deshalb wollen wir heute mal testen, wie es funktioniert, dass der Lippenstift nicht am Glas bleibt, wenn eine Frau trinkt. Ja. Was sagst du, was sollte die Frau machen, damit es nicht da hängen bleibt? Ich gebe dir drei Möglichkeiten, okay? Wie verhinderst du, dass sich beim Trinken Lippenstiftränder am Glas absetzen? A. Die Lippen zuerst mit Lippenstift schminken, dann abpudern und dann nochmal mit Lippenstift drüber schminken. B. Nee, ich war nicht weiter vor. Einfach die Lippen nicht ans Glas machen, fertig. Wie? Einfach so mit geöffnetem Mund reinkippen? Na klar, aber ist doch scheißegal. Mach doch einfach Lippenstift ans Glas. Weiß ich wenigstens, alles klar, das Glas gehört der Eulen hier im Raum. Stimmt, aber jetzt kommen, wir müssen das jetzt für alle, die es lernen wollen, müssen wir das schon zeigen. So. Also du sagst einfach nur so reinschütten, so. Genau so. Ja. Ungefähr so. Ich zeig dir, wie es richtig geht. Also nicht dir, weil ich glaube, das wäre jetzt unangebracht. Aber ey, das ich zeig's der dann, Kamera. Und zwar ist, ja, das ist jetzt aber deine Variante gewesen. Das kommt meine Variante. Ariane Sommer, unser liebes Herzilein. Ariane Sommer, kennst du? Ja, die mit den fetten Titten. Genau. Ja. Und Ariane Sommer hat gezeigt, wie es funktioniert. Und zwar muss man als Frau das Glas unauffällig vorher ablecken und dann die Lippe aufsetzen. Ja, komm, das zeig ich mal. Das zeige ich jetzt euch. Kommt mal so ein bisschen her. Vielleicht auch so ein bisschen weiter rüber, damit ich den Typen nicht so. Also ich zeig's euch jetzt nochmal so hier. Kann man kurz hoch? Nicht so, Miriam. Und dann so, also unauffällig, also das heißt nicht unauffällig, sondern so. Komm, Miriam, beeil dich. Ich sehe ihn. Um mich. Also ich weiß, vor mir ist ein Monitor. Ich sehe alles, auch was hinter mir abgeht. Genau. Also verhalte dich ruhig! Ja, ey, Miriam, ey, du gehst da richtig ab. Ja, Mann, hier macht's mir Spaß. Scheiß mal auf Patrice. Miriam geht ab, Mann. Agro-Willi. Kein Lippenstift. Fast kein Lippenstift. So läuft es hier. Ich hab's den Leuten gesagt, ich zeig's dir gleich. Aber zuerst gibt's für dich einen Clip. Ja. Wir müssen uns ja warm machen. Was spielen wir denn für dich? Ey, spielen wir Brosis. Die waren letzte Woche hier, haben sich mein Video gewünscht. Jungs und besonders Mädel, Hila, so, ruf mich mal an. Ja. Die haben auch alle deine Videos, deine T-Shirts bestellt und so, gell? Genau, deswegen, also die wollen, sind volle wie gesagt, Fans. Wenn du ein Fan von mir bist, so wie wär's mit Groupie? Komm, komm mal her, so ein bisschen Groupie, da ist ein Feist, der die halbe Nation gepoppt hat, neulich gesagt. Ja? Warum dann nicht Hila, würde ich sagen. Und also, um das abzuschließen, Mädels, ihr leckt zuvor über das Glas und setzt dann die Lippen an. Das macht einen Typen an und erspart Ränder am Glas. So ein Schmarrn eigentlich. Bros ist jetzt für Sido, Agro Berlin, bei uns zu Gast. Ruf ihn an, Hila. Ich glaube, das wird eine tolle Nacht an der Stelle, also für Hila und dich. Wir haben Fragen von der Straße, wir waren ja unterwegs und die Leute wollen einiges von dir wissen, also holen wir die erste Frage rein. Hallo, wer ist denn da, wer will denn was wissen? Hey Sido, was ich schon immer wissen wollte, bist du ein echter Gangster oder warum machst du immer einen auf den Dicken? Wie jetzt? Ja, ich weiß nicht so, weißt du? Hier, wie heißt du, Olli? Ich muss immer die Leute mit Namen ansprechen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie heißt sie denn? Egal, wissen wir sehen das eigentlich? Sie nee, Patricia. Patricia. So, ich bin so kein, ich kenne härtere Leute als mich auf jeden Fall. Weißt du, ich bin so viel Gangster, wie ich mir erlauben kann, Gangster zu sein. Aber mit dir werde ich schon fertig. Nächste Frage bitte. Patricia, das ist eine Drohung gewesen, glaube ich. Ey, Sido, sag, hast du so ein hässliches Gesicht oder warum trägst du die Maske? Will wissen der Martin. Ja, also es hat auch viel mit der Warze hier zu tun. Ich habe noch nicht das Geld, mir die wegmachen zu lassen. Mhm. Ja? Deswegen trage ich momentan auch noch die Maske. Eines Tages vielleicht ab, aber ihr wollt ja auch mein Album kaufen. Es muss ja auch, ja, eben. Album heißt die Maske am 26. oder wann gibt's das? Am 26. kommt mein Album. Ich will einfach nicht erkannt werden. Weißt du, ich möchte mein Leben leben wie jeder normale Mensch in meinem Viertel auch. Gut, nächste Frage. Ja, hallo Sido. Ich will mal gerne wissen, wo du deine Texte hast, weil ich finde die ein bisschen hohl. Findet er meine Texte hohl, der Junge, wa? Ja. Konnte sich nicht mal richtig ausdrücken, wa, für meine Texte hohl. Aber ist mir scheißegal, hör doch meine Musik nicht, Vogel.
Okay, dann hören wir uns das aber auf jeden Fall an. Ja. Weil es gab unglaublich viele Fans, die uns geschrieben haben. Und dann moderiere deinen Tipp selber an. Ja, yeah, Sido, mein Blog, alle meine Homies, die Jungs von AK sind im Video, die Sekte-Jungs sind im Video, B-Tight, den seht ihr gleich auch noch, ist mit dem Video. Okay. Wir haben bei mir im Viertel gedreht, wir haben im Palast in Schöneberg gedreht, zieht euch das geile Video rein. Und nicht nur das, gleich gibt es noch eine Live-Performance von Sido im Studio. Bis gleich.